Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass jemand, der für den Frieden sich einsetzen möchte in dieser Republik und in diesen Zeiten, geframed wird und plötzlich als rechter Hetzer in Medien daherkommen muss. Eigentlich ist es ja sogar noch schlimmer. Wer der Bundesregierung nicht ausdrücklich zujubelt, der ist ja bereits im Verdacht und muss damit rechnen, geframed zu werden oder vielleicht sogar Verfassungsschutz, Geheimdienstspitzel und dergleichen auf sich gehetzt zu bekommen. Und da muss ich sagen, ich bin ja aufgewachsen in dieser während den Anfängen Kultur der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Da läuft es einem dann schon kalt den Rücken herunter. Und ich kann nur sagen, auch für unsere Leser und Zuschauer, seid wachsam. Zumal ja dieses Wagenknecht-Manifest ganz harmlos daherkommt. Es ist ja der kleinste gemeinsame Nenner gefunden worden. Aber es hat bereits ausgereicht, hier erst unterzeichnet zu sein, um in diese Kloake hineingezogen zu werden.